Die Samurai, legendärer und ehrenhafte Krieger. Doch für viele war die Ehre nur ein Wort. Die Geburt der Samurai markiert einen entscheidenden Moment in der japanischen Geschichte. Als Elite-Kriegerklasse entstanden sie im alten Japan, um Adelsfamilien in ihren militärischen Konflikten zu dienen. Ihre Fähigkeiten im Kampf und ihre strategische Kriegsführung formten das mittelalterliche Japan. Der Ehrenkodex Bushido, das Herzstück der Samurai-Ethik, definierte das Leben dieser Krieger. Dieser Kodex betonte Tugenden wie Mut, Respekt, Loyalität und Selbstkontrolle. Er formte nicht nur den Charakter einzelner Samurai, sondern prägte auch die gesellschaftlichen Werte Japans. Samurai waren Meister im Schwertkampf, wobei das Katana das Symbol ihrer Macht und ihres Status wurde. Ihre Waffenführung war nicht nur Kampfkunst, sondern auch Ausdruck ihrer Seele und Philosophie. Jeder Schlag und jede Bewegung spiegelten ihre Disziplin und Präzision wider. Loyalität bis in den Tod war für Samurai fundamentaler Bestandteil ihrer Ethik. Berühmte Seppuku-Geschichten, der rituelle Selbstmord, zeugen von dieser tiefen Verpflichtung. Sie waren bereit, ihr Leben für ihren Herrn oder zur Wahrung ihrer Ehre zu opfern. Was sie auch fast immer gemacht haben. Die Schlacht von Sekigahara war ein Wendepunkt in der Samurai-Geschichte und führte zur Vereinigung Japans unter Tokugawa Ieyasu. Dieser Sieg im Jahr 1600 beendete eine lange Periode der Bürgerkriege und legte den Grundstein für das Tokugawa-Shogunat, welches Japan über 250 Jahre regierte. Samurai im Alltag bewegten sich zwischen den Anforderungen des Kriegs und den Bedürfnissen der Familie. Ihre Rolle in der Gesellschaft erforderte eine ausgewogene Lebensführung, die sowohl ihre Fähigkeiten als Krieger als auch ihre Verantwortung als Familienoberhäupter widerspiegelte. Und genau diese Umstände waren ausschlaggebend. Ein Satz aus der Zeit beschreibt die wahre Seite der Samurai. Ein Krieger ohne Krieg unterscheidet sich nicht von dem Pöbel. Die wahre Geschichte der Samurai ist von einer Vielzahl von Aspekten geprägt, die ihre komplexe Kultur und Ethik widerspiegeln. Ursprünglich waren die Samurai eine Klasse von Kriegern und Adligen im feudalen Japan, die im Dienst von Adligen und Herrschern standen. Trotz dieser hohen Ideale waren die Samurai auch Menschen mit menschlichen Schwächen und Fehlern. Innerhalb ihrer Reihen gab es zweifellos jene, die gegen die Grundsätze des Bushido verstießen. Ein Sprichwort aus der Zeit sagt Folgendes: Jeder Samurai hatte einen Herrn, doch nicht jeder Herr hat nur einen Samurai. Es fehlte schlicht und einfach an Möglichkeiten, sich zu beweisen. Und manche Samurai machten alles, um die Aufmerksamkeit des Herrn auf sich zu lenken. Die Ehre ist nur ein Wort, davon wirst du nicht satt. Und so geschah es immer wieder, dass manche Samurai logen, betrogen, sie töteten auch nur aus einem Grund. Sie wollten sichtbar sein für ihren Lord. Aus der Tradition, Köpfe ihre Feinde ihren Herren nach der Schlacht zu präsentieren, wurde ein Auktion. Der Meistbietender konnte den Ruhm für die Tötung für sich in Anspruch nehmen. Hattest du kein Geld, um zu handeln? So stiegen manche heimlich in das Lager oder Haus ein und stahlen die ersehnte Trophäe. Und natürlich als Held am nächsten Tag dazustehen. Bei den Bauernaufständen, wo der Daimyo eine kleine Streitmacht versammelte, wurde ebenfalls um den Platz in der Streitmacht gefeilscht, gestohlen und heimlich intrigiert. Es gibt sogar Berichte, dass im nächtlichen Lager jüngere Samurai von den Älteren vergewaltigt worden sind. Mit dem Versprechen, später bei der Ruhmesaufteilung ein gutes Wort bei dem Herrn einzulegen. Es war ebenfalls der Brauch einer Gruppenvergewaltigung. Dazu griffen meistens die Samurai an, die verarmt und sozial am unteren Ende einer Samurai-Kaste standen. Da Japan schon damals zu den aufgeschlossensten Gesellschaften im 16. Jahrhundert zählte, war die Männerliebe sowie auch die Päderastie, also die sexuelle Beziehungen erwachsener Männer zu männlichen Kindern und Jugendlichen, nichts Neues oder Verbotenes. Es gab sogar Bordelle, die solche Art Dienstleistungen anboten. Manche machten es heimlich, die anderen öffentlich. Schattengesellschaften gab es immer. In manchen Fällen kassierte der Staat sogar mit. In Bezug auf Männerliebe ist es dokumentiert, dass es in der Samurai-Kultur eine Tradition der Homosexualität gab, insbesondere zwischen Mentoren und ihren Schülern. Diese Beziehung wurde oft als eine Art spirituelle Verbindung angesehen,
die die männliche Kameradschaft und Solidarität innerhalb der Samurai-Gesellschaft stärkte. Ein bekanntes Beispiel ist die Beziehung zwischen dem Samurai und Dichter Saigyo und seinem Schüler, dem jungen Krieger Fujiwara no Shunzai. Insgesamt ist die wahre Geschichte der Samurai geprägt von einer Mischung aus heroischen Taten und moralischen Dilemmata, aber auch von menschlichen Schwächen und Komplexität. Und genau diese Schwächen, die jedem Menschen zugeschrieben werden, waren auch damals nicht anders wie heute. Nicht alle Samurai konnten es sich schlicht und einfach das Essen leisten, geschweige von dem ganzen Haushalt und Ehre. Die Ehre war meistens nur im Weg, um überleben zu können. Es gab auch die herrenlosen Samurai im feudalen Japan, auch bekannt als die Ronin. Der Begriff Ronin bedeutet wörtlich Wellemann, was metaphorisch für einen Samurai ohne Herren oder Meister steht, so wie eine Welle, die keinen festen Kurs hat. Diese Samurai hatten aus verschiedenen Gründen keinen Daimyo mehr, dem sie dienen konnten. Die Gründe dafür konnten vielfältig sein. Ihr Herr konnte gestorben sein, ohne einen Erben zu hinterlassen. Sie könnten in einem Konflikt auf der Verliererseite gestanden haben oder sie wurden aus anderen Gründen entlassen. Im Gegensatz zu den Samurai, die in die Dienste eines Daimyo traten und ein festes Einkommen sowie sozialen Status genossen, lebten Ronin oft in Armut und mussten sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen. Einige wurden zu Söldnern, Leibwächtern oder sogar zu Banditen. Samurai-Diplomatie war geprägt von Allianzen und Verrat. Ihre Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen und zu nutzen, war entscheidend für die Erhaltung der Macht. Doch ebenso bekannt waren sie für ihre unberechenbare Natur, die oft zu dramatischen Wendungen in der japanischen Geschichte führte. Das Schicksal der Ronin veränderte sich im Laufe der japanischen Geschichte. Während der Edo-Periode 1603 bis 1870 wurden viele Ronin als potenzielle Unruhestifter angesehen. Da die Ronin als herrenlose Krieger nicht mehr an die strikte Samurai-Hierarchie und deren Pflichten gebunden waren. Ihre Existenz warf Fragen nach Loyalität, Ehre und der Rolle des Samurai in einer sich wandelnden Gesellschaft auf. Ein bekanntes Beispiel für Ronin sind die 47 Ronin, eine Gruppe von Samurai, die ihren Herrn nach dessen erzwungenem Seppuku, rituellen Selbstmord, rächten, indem sie den Mann töteten, den sie für seinen Tod verantwortlich machten. Ihre Geschichte, bekannt als Chushingura, wurde zum Inbegriff der Loyalität, Opferbereitschaft und Ehre der Samurai und ist ein zentrales Thema der japanischen Kultur. Doch gleichzeitig ist es ein großes Widerspruch in Bushido. Bushido bedeutet so viel wie der Weg des Kriegers. Zum Schluss muss man sagen, es ist wichtig, die Samurai nicht als stereotype Helden oder Schurken zu betrachten, sondern als Menschen mit einer breiten Palette von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die in einer komplexen und oft widersprüchlichen Welt lebten. An dieser Stelle möchte ich allen ein großes Arigato sagen. Danke für eure Interesse. Hinterlasst ein Like und ein Abo da. Für euch ist es eine kleine Geste, doch mir bedeutet das sehr viel. Bis zum nächsten Mal, Freunde.